wie der Märchenerzähler eine Mutter fand. Es war ein so heißer Juli, dass der Märchenerzähler keine einzige Geschichte schreiben wollte. Er saß matt im Schatten eines Apfelbaumes und beobachtete die Hummeln. Aber oh Wunder, auf einmal saß neben ihm die Märchenfee. Sie flüsterte: Im Haus gegenüber wohnt Frau Herzensgut, sie ist ganz allein. Ich bin auch allein, erwiderte der Märchenerzähler kurz. Nur hin und wieder besuchen mich Kinder, dann erzähle ich ihnen Geschichten. Frau Herzensgut aber besucht niemand, meinte die Fee. Ihr Sohn ist irgendwo in der Welt. Er hat es nicht einmal für nötig gehalten, ihr eine Karte zu schreiben. Als sie noch kein Rheuma hatte, waren ihre Beine kräftig und sie konnte auch einkaufen gehen. Da hat sie wenigstens Zeit zum Lesen, bemerkte der Märchenerzähler, aber die Fee war anderer Meinung. Sie hat auch schon schwache Augen, jemand sollte sie ab und zu besuchen. Aber der Märchenerzähler schwieg, darum sprach die Fee weiter, vielleicht schon heute. Ich werde zu ihr gehen, erbot sich der Märchenerzähler und ging auf ein Plauderstündchen zu Frau Herzensgut. Und die blühte bei dem Gespräch ordentlich auf. Plötzlich sagte sie, Sie erinnern mich so an meinen Sohn. Und Sie mich an meine Mutter, sagte der Märchenerzähler leise. Darf ich wiederkommen? Fragte er beim Abschied. Jeden Tag, rief Frau Herzensgut. Und dabei leuchteten ihre Augen. So hatte der Märchenerzähler eine neue Mutter gefunden.